Jeder Besucher, der nach Mallorca kommt, kennt Valldemossa, eines der schönsten Dörfer überhaupt, der Tramontana, vielleicht sogar auf ganz Mallorca. Aber die wenigsten wissen, dass dieser Ort auch einen Hafen hat, den Port de Valldemossa. Vielleicht kurz zur Erklärung, jedes Bergdorf hat einen Hafen. Früher hat man im 15. und 16. Jahrhundert, Mallorca wurde von Piraten angegriffen, man hat die Dörfer in das Landesinnere verlagert, um sicher zu sein. Der Fischfang war aber auch schon immer wichtig für die Leute, deswegen brauchte man aber auch einen dazugehörigen Hafen. Und die Verbindung zwischen der Stadt oder Dorf Valldemossa und dem Hafen von Valldemossa ist der alte Fischerweg, der Camino de Pescadores. Der wurde früher durch die Fischer verwendet, Anfang des 20. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts aber auch für die Schmuggler. Mittlerweile wird er von einigen Touristen, einigen Wanderern verwendet. Selbst wenn Valldemossa tagsüber so überlaufen ist, gibt es auf diesem Weg immer noch Einsamkeit und Ruhe. Erst von den Wanderkarten eingezeichnet, aber für die wenigsten Wanderer ist er bekannt. Der bekanntere Weg in Valldemossa ist immer der Camí de Archiduc, der Erzherzogsweg, der Panoramaweg auf 900 Meter Höhe. Aber die wenigsten Wanderer kennen den alten Fischerweg oder den alten Schmugglerpfad von Valldemossa nach Port de Valldemossa. Nachdem ihr euch in Port de Valldemossa vielleicht etwas abgekühlt habt, eine Runde gebadet habt, Kleinigkeit getrunken, gegessen habt, geht es parallel zum Meer Richtung Saforadada. Das Wahrzeichen auf der Westküste, der Lochfelsen, bevor dann der Aufstieg kommt, an verschiedenen Aussichtspunkten vorbei, welche von Ludwig Salvador angelegt wurden, Ende des 19. Jahrhunderts. Mit traumhaften Aussichten habt ihr auch super Picknickplätze und kommt nach ungefähr 4-5 Stunden Wanderung wieder in die Zivilisation, an die Straße, könnt dann direkt in das Hotel oder ihr fahrt wieder mit dem Bus nach Valldemossa zurück oder bis nach Sóller. Die meisten Wanderer, die nach Mallorca kommen, reden immer von der Sierra de Tramontana und wandern auch nur in der Sierra de Tramontana. Aber an der Ostküste haben wir auch die Sierra de Llevant, eine andere Gebirgskette, weniger hoch, aber nicht weniger schön. Hat super schöne Küstenwanderung und lädt wirklich zum Wandern ein. Und nur ein Steinschlag davon entfernt, von der Sierra de Llevant, liegt die kleine Stadt Petra. Für mich eine der urigsten und authentischsten Städte oder Dörfer auf Mallorca noch. Ist da ein bisschen die Zeit stehen geblieben, wie in den 70er, 80er Jahren auf Mallorca. Und was die wenigsten wissen, dass der Gründer San Franciscos aus Petra kam. Der Juni Pérez Serra, ein Franziskanermensch, hat über 21 Missionen in Kalifornien gegründet. Und die berühmteste Mission war die San Francisco de Assisis, aus der das heutige San Francisco entstanden ist. Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist, er ist der einzigste Europäer, der es in die Hall of Fame im Kapitol in Washington geschafft hat. Der Juni Pérez Serra, der Mönch, steht neben Lincoln als Büste in der Hall of Fame im Kapitol. Bill Clinton hat sein Geburtshaus hier auf Mallorca 2007 sogar besucht. Bestimmt eine der schönsten Straßen der Stadt ist da, wo das Geburtshaus von Juni Pérez Serra ist und ist ein Muss, dieses zu besichtigen. Sehr schön gepflegt und man merkt wirklich, dass die Einwohner von Petra stolz auf ihren Franziskanermönch sind. Nur 5 Minuten von dem Geburtshaus von Juni Pérez Serra befindet sich der Sierra de Petra. Ein sehr typisch mallorquinisches Restaurant, wurde früher als Weinkeller benutzt und ist jetzt in der dritten Generation als Restaurant im Familienbesitz. Besonders finde ich in diesem Restaurant, dass da immer noch mit offenem Feuer vor den Gästen das Essen gemacht wird. Man kann das Spanferkel, man kann Lamm, man kann gegrilltes Kaninchen direkt vom Feuer sich bestellen. Die Spezialität jedoch in dem Haus ist das Arrozbrot, der Schmutzreis, wie er genannt wird, oder in der Karte steht drin, mallorquinischer Reiseintopf. Die meisten Leute, die in die Tramontana fahren zum Baden oder an die Küste fahren, kennen einfach die Sacalobra. Die Sacalobra ist die berühmteste Bucht von allen, schlichtweg durch den Torrente Pares. Aber auch durch die spektakuläre Bergstraße, die rund um die Sacalobra führt. Der Krawattenknoten ist ein Fotostopp für alle Touristen auf dieser Straße.
Aber die Sacadobra ist halt auch sehr überlaufen. Wenn man sich vorstellt, dass tagsüber bis über 50 Reisebusse da runterfahren, plus diese Boote, die von Porto Soya bis nach Sacadobra kommen, haben wir tausende von Leuten an einem Tag in der Sacadobra. Aber nur 10 Minuten Autofahrt von der Sacadobra befindet sich die Caladwent und dort ist man fast komplett alleine. Man muss sich vorstellen, dass man im April, Mai und selbst noch im Juni komplett allein an diesem Strand liegt, während neben in der Nachbarbucht, die viel, viel kleiner ist, sich die Leute tümmeln und so viele Leute auf einem Quadratmeter sind, während in der Caladwent eine komplette Bucht für dich alleine haben kannst. Klar, im Juli, August sind auch da Leute, aber es hält sich immer noch in Grenzen. Und selbst im Juli, August hat man nicht das Gefühl, dass man auf einer Tourismusinsel ist. Es sind sehr viele Mallorquiner da auch in der Bucht. Es lädt einfach zum Schnorcheln ein, auch zum Angeln. Dieses türkis-kristallklare Wasser ist einzigartig. In dieser Bucht gibt es keine Hotels, keine Supermärkte, keine Einkaufsmöglichkeiten. Das macht auch diese Bucht sehr einsam. Es gibt nur ein Restaurant, das Es Vergeret von Jaume. Ein Sojarik, der als Kind schon davon geträumt hat, da in dieser Bucht ein Hotel oder Restaurant aufzumachen. Jetzt hat er beides. Sein Hauptgeschäft ist das Es Vergeret, das Restaurant, was er seit über 20 Jahren führt. Ein absolutes Muss auf dieser Terrasse mit diesem Blick, mit diesem blauen Meer. Ein absolutes Muss für mich ist die Paella Mixta. Paella Mixta sind Meeresfrüchte und mit Hühnchenfleisch und Schweinefleisch drin. Gibt aber auch Marisco, also nur Meeresfrüchte Paella. Man kann auch gerne, wer sich wagt, eine schwarze Paella essen. Das ist mit Tintenfisch. Je nachdem, was ihr wollt. Was auf jeden Fall zur Paella zugehört, ein Gläsel Weißwein. Ja, und nach dem Essen habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr vorher gebucht habt, könnt ihr sogar oben im Restaurant schlafen, im Apartment, wo man abends dann, nachdem das letzte Boot 17 Uhr weggefahren ist, die ganze Bucht für sich alleine hat, abends nochmal eine Runde schwimmen, bevor man Abend isst. Und dann geht man einfach in das Apartment hoch, genießt den Ausblick der Terrasse und ab um 5, wenn dann niemand mehr in dieser Bucht ist, genießt man die Einsamkeit, die Caladwent.